Hallo zusammen, hier ist Kamal von Best Boys und heute werfen wir einen Blick auf das E975 Optimus G von LG Electronics. Es ist ein schönes und leistungsstarkes Smartphone, das uns sehr positiv überrascht hat. Warum und wie kam es dazu, erfahrt ihr jetzt in diesem Review. Bleibt dran! Das Optimus G ist kein allzu neues Smartphone. Es wurde im vergangenen August in Südkorea vorgestellt. Danach kam es in die USA und erst jetzt sehen wir es hier in Deutschland. Aber trotz des Alters ist es mit aktueller Hardware ausgestattet. Immerhin wurde hieraus das Nexus 4 für Google abgeleitet. Wie auch das Xperia Z iPhone 4S, iPhone 4 oder halt eben das Nexus 4 ist das E975 Optimus G aus Glas gemacht. Die Vorder- als auch Rückseite wird von einem Gorilla Glass 2 von Corning abgedeckt. Die Seiten dagegen sind aus Kunststoff und nach einem Metall aussehendem Band. Das zu den Materialien. Was lässt sich zu der Optik, dem Design sagen? Natürlich ist das etwas Subjektives, daher hier unser Empfinden. Wir denken, dass das Aussehen des Optimus G zeitlos ist. Es ist flach und die Bauweise ist sehr kompakt. Einige von euch, die sich noch mit Handys auskennen, es erinnert uns ein wenig an das KG800 Chocolate, auch von LG Electronics. Das Telefon ist 131mm hoch und 8,45 mm dünn. Dabei wiegt es 145 Gramm. In den Händen fühlt es sich unglaublich hochwertig und gut an. Unabhängig davon rutscht es nahezu von jeder Oberfläche. Das ist der Nachteil von purem Glas. Das Optimus G ist eines der wenigen LG High-End Smartphones, die einen geschlossenen Korpus haben. Das heißt, der Akku lässt sich nicht austauschen, weil er fest eingebaut ist. Nur der Service kann hier etwas machen. Wie auch immer, die Kapazität beträgt 2100 mAh. Mit gewöhnlichen Sachen wie Internet, Telefonie, Musik, Kamera, Twitter und Facebook im LTE-Netz von Vodafone haben wir 13 Stunden erreicht. Das ist jetzt noch okay, weil es ein Standard ist. Die Messlatte ist aber bald etwas höher. Der integrierte Speicher ist 32 GB groß, daraus entstehen 25,04 GB, die man frei belegen kann. Platz für eine Erweiterung per MicroSDHC oder MicroSDXC gibt es nicht. Derzeit ist das E975 Optimus G nur in der Farbe Schwarz verfügbar. Wir haben mit LG Deutschland gesprochen und nach der weißen Variante gefragt, die schon international erhältlich ist. Eine Einführung ist für demnächst geplant, sagte man uns. Die zu dem Benutzer gerichtete Kamera auf der vorderen Seite löst mit 1,3 Megapixeln auf. Das ist völlig ausreichend für Videotelefonie und auch für Fotos sowie Selbstporträts. Auch wenn LG in letzter Zeit keine gute Kritik erhalten und derzeit ein sehr miserables Image hat, so muss man den Leuten eine Sache lassen. Wenn jemand was von Flüssigkristall-Displays versteht, dann ist es LG, denn eines der Highlights des Optimus G ist das 4,7 Zoll in der Diagonale große LG True HD IPS Plus Display. Es löst mit WXGA auf, die Darstellungsfläche bietet demnach 1280 Pixel in der Höhe mal 768 Pixel in der Breite an. Das ergibt eine Schärfe von 312 ppi, das ist mehr als ausreichend. Andere Werte wie Farbexaktheit, Schwarzwert sowie Helligkeit stimmen ebenfalls. Zudem sind Glas und Panel lückenlos miteinander verbunden. Das sorgt für weniger Energieverbrauch und für eine bessere Blickwinkelstabilität. Am Anfang sagten wir euch, dass wir von dem Optimus G positiv überrascht werden. Der Grund ist, dass wir fast keine Kritikpunkte gefunden haben. Natürlich, die Konsequenz von Glas ist, dass es rutscht. Außerdem ist der Speicher begrenzt. Aber etwas wirklich Ausschlaggebendes gibt es kaum. Das, was uns am meisten gestört hat, ist die drei elektronischen Tasten auf der vorderen Seite. Nicht wegen der Form oder Beschaffenheit, sondern wegen ihrer Helligkeit. Bei direkten Sonnenanstrahlen erkennt man wenig. Man muss also hin und her tippen, bis man die Tasten findet oder etwas einigermaßen sieht. Gut, das war die vordere Seite des Optimus G. Hier auf der linken Seite gibt es eine Laut- und Leise-Wippe, die einen guten Druckpunkt hat. Darunter einen Schlitten, diesen kann man entnehmen, da kommt die Micro-SIM-Karte rein. Ein Tool wird mitgeliefert. Hier auf der Fußseite zwei Schrauben, links und rechts, zum Öffnen des Telefons, wie gesagt für den Service, Micro-USB-Anschluss, mit dem Computer verbinden, Daten übertragen oder natürlich das Telefon aufladen. Das primäre Mikrofon auf der rechten Seite, großartig nicht viel, An-, Aus-, Sleep- und Wake-Taste.
hier auf der Kopfseite das zweite Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung und 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der Rückseite des Telefons befindet sich eine 13 Megapixel Fotokamera. Die Auflösung für Videoaufnahme ist 1080p High Definition. Es gibt eine kleine LED unterhalb der Kamera. Hier ist ein LG Logo und das ist der Lautsprecher. Das Smartphone wird von Android OS 4.1 Jelly Bean und der eigenen Oberfläche Optimus UI betrieben. Die Kraft kommt von einem Quad-Core-Prozessor, der mit 2 GB RAM dafür sorgt, dass das System schnell arbeitet. In das Internet geht man über LTE mit 100 Mbit pro Sekunde. Unterstützt werden die nationalen Frequenzen. Falls kein LTE vorhanden ist, verwendet das Optimus G HSPR Plus mit bis zu 42 Mbit pro Sekunde. WLAN funktioniert über 802.11, A, B, G und N über 2,4 GHz und 5 GHz. Dazu kommt das übliche Bluetooth 4.0 und Nahfeldkommunikation. Nun, Optimus UI ist eine sehr umfangreiche Oberfläche von LG. Ich meine sogar, sie ist nicht eines der umfangreichsten, sondern sie ist die umfangreichste, die es gibt. Wir wollen uns mal die Display-Sperre angucken und dann steigen wir in den Homescreen ein. Was wir hier sehen, klassische Werte, Datum, Uhrzeit, aber auch Benachrichtigungen, wenn es welche gäbe. Ich kann aber auch meine Benachrichtigungsleiste von oben nach unten ziehen und dann sehe ich hier einige Benachrichtigungen, aber auch Kurzeinstellungen. Dazu kommen wir gleich. Es gibt einen tollen Maskeneffekt, wie man das Telefon entsperrt. Nämlich so. Das wirkt jetzt etwas unspannend, weil ich das gleiche Hintergrundbild drin habe. Ich starte einmal Gmail, um euch das etwas besser zu demonstrieren. Also Gmail habe ich im Hintergrund, ich entsperre das Telefon. Ich aktiviere einmal noch Sound, damit man das wirklich sehr realistisch hört. Okay, also Telefon ist entsperrt und jetzt seht ihr und hört ihr auch. Ein sehr cooler Effekt, der vor allem sehr flüssig und sensitiv ist. Wirklich gut gemacht. Natürlich ist das etwas fürs Auge. Es ändert nichts an der Funktion. Es ist eine Displaysperre. Dann kommen wir zu dem Homescreen. Wie bei jedem Android-Smartphone auch, finden wir hier die DNA von Android. Nämlich, man hat mehrere Screens. Insgesamt haben wir 7 Stück. Ich mache eine Pinch-to-Zoom-Geste. Und ihr seht den Überblick. Von hier aus kann ich welche entfernen. Oder ich kann neue hinzufügen. 7 sind wie gesagt Maximum. Und hier lässt sich auch definieren, welcher Homescreen mir angezeigt werden soll, wenn ich die Home-Taste hier betätige. Wie bei jedem Smartphone auch, lässt sich hier natürlich ein Hintergrundbild einstellen, aber auch Apps und Ordner und Widgets wie Datum und Uhrzeit. Mehr kann ich hinzufügen, indem ich länger festhalte. Das ist grundlegend Android. Was aber Optimus UI macht, und das beginnt schon wirklich bei Kleinigkeiten, und das ist sehr konzentriert und vor allem auch natürlich spezialisiert, beginnen wir mit dem Übergang. Also ihr seht, es ist ein einfacher Übergang. Ich kann den Übergang bestimmen, indem ich auf Anwendungen, Einstellungen, Homescreen und einen Bildschirmübergang anklicke. Generell ist ab Werk eingestellt, Breeze ist das zweite und wie ihr seht, die Demonstration ist schon bereits hier. Ich muss also nicht jedes Mal OK klicken und das testen, ich kann es gleich hier machen. Karussell und Ebenen und natürlich Domino. Wir lassen das mal auf generell. Auch das ist natürlich etwas fürs Auge. Aber es ist gut zu erfahren, dass so etwas nativ angeboten wird. Telefonschema, Animationen, Hintergrundbild und. Weitere Einstellungen sehe ich natürlich auch hier. Gut, das ist wie gesagt der Übergang. Und jetzt lässt sich auch definieren, zum Beispiel, ob eine App wirklich eine App sein soll oder soll die App zu einem Widget umgewandelt werden. Und welche Größe, das kann ich auch entscheiden. Umgekehrt natürlich genauso. Ein Widget lässt sich auch zu einer App wieder umwandeln. Sei es jetzt Galerie oder die Musikapplikation. Und ich kann natürlich auch entscheiden, wie soll die einzelne App hier aussehen. Halte ich also eine App fest, dann erscheint oben ein Pinsel und wenn ich präzise genug rauftippe, habe ich einige Vorlagen oder ich bastle mir selber etwas zusammen und gut bin ich. Okay. Das sind die Möglichkeiten. Von oben nach unten einmal runtergezogen, finde ich etwas umfangreichere Einstellungen. Es gibt ziemlich viele Sachen, beginnen wir ganz oben. Wir haben so eine Funktion, die nennt sich Quick Memo. Schnell mal Notizen machen, einen Bildschirm machen und einen Bildschirm-Screenshot machen und das weiter verschicken. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Quick Memo startet und ihr seht ja, was für umfangreiche Funktionen wir die haben. Die erste Funktion, ich gehe in meine Benachrichtigungsleiste rein und starte Quick Memo. Oder die zweite Funktion, die Laut- und Leise-Wippe festgedrückt halten und dann startet Quick Memo. Was macht also Quick Memo? Das, was ich gerade sehe, wird als Bild eingefangen. Das kann ich bearbeiten, wegradieren oder sagen, hey, wir sehen uns genau hier und dann halt das per
E-Mail oder sowas verschicken. Das Ganze sehe ich dann hier als Funktion. Das ist Quick Memo, eine kurze Funktion, schnell mal Notizen gemacht. Dann habe ich tatsächlich Kurzeinstellungen wie Vibrieren und Daten, NFC, Eco-Modus, Bluetooth und GPS. Dann habe ich Sync, Umdrehungen, Hotspot, Miracast, Energieverbrauch. Ziemlich viele Kurzeinstellungen, brauche ich nicht wirklich und vor allem ist es auch durcheinander. Klicke ich auf Bearbeiten und kann das dann umpositionieren oder halt komplett deaktivieren, wenn ich es nicht brauche. Jetzt kommen wir zu einer besonderen Kategorie von Applikationen, den sogenannten LG Q-Slide Apps. Das sind kleine Applikationen, die man überall ausführen kann. Sei es hier auf dem Homescreen, sei es hier im Hauptmenü oder egal wo ich bin. Ich muss lediglich diese Apps anklicken, sowas wie Rechner. Und sie platzieren sich überall tatsächlich und lassen sich natürlich auch überall positionieren. Also will ich schnell etwas ausrechnen, kann ich machen und schließe die App. So. Oder aber ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann die Transparenz bestimmen, um etwas vielleicht gleichzeitig zu machen. Oder aber ich kann daraus eine richtige, vollständige App machen. Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Das sind die sogenannten Q-Slide-Apps. Ist ab und zu nützlich, ab und zu auch nur Spielerei. Dann kann ich die Helligkeit bestimmen. Welche Helligkeit möchte ich haben? 39% habe ich jetzt für die Kamera eingestellt. Das sollte ausreichen, automatisch. Und natürlich Benachrichtigungen. Entweder haue ich die einzeln weg oder zurücksetzen und dann sind alle weg. Dann gibt es die Funktionen mit den elektrischen Tasten. Halte ich die Home-Taste fest, sehe ich alle kürzlich verlassenen Applikationen. Entweder räume ich den Platz, indem ich einzelne Apps hin und her verschiebe, oder ich räume komplett alle und dann habe ich das geräumt. Natürlich, wie gesagt, das ist ein OS 4.1 Jelly Bean Smartphone. Das heißt, ich kann auch hier Google Now nutzen. Und um Google Now nutzen zu können, halte ich die Menütaste fest und dann seht ihr, Google Now startet und ist eingerichtet. Ich habe es schon eingerichtet. Das ist mein Homescreen und wie ihr seht, ziemlich viele Funktionen bietet das Telefon. Springen wir doch einmal kurz in das Hauptmenü. Was finden wir hier? Hauptmenü, das ist ein 4x5 20 Applikationen Raster, unterteilt in drei Kategorien. Anwendungen, heruntergeladene Anwendungen und die Widgets, die ich auf meinem Homescreen platzieren kann. Geh nochmal einen Schritt zurück. Welche Möglichkeiten haben wir hier? Ich kann Apps sortieren und von hier aus kann ich auch Apps direkt deinstallieren, indem ich auf das X klicke und ja, habe das dann deinstalliert. Wenn mir die Rasteransicht zu groß oder klein ist, dann lässt sich das auch individualisieren. Ich klicke auf Menü und hier sehe ich dann weitere Sachen wie kleine Symbole. Dann sehe ich sowas wie ein 5x6 30 Raster-Symbole. Ich gehe mal wieder einen Schritt zurück und mache das auf normal. Da seht ihr, was alles noch verfügbar ist. Wallpaper, sortieren, suchen. Also ziemlich umfangreich, was man alles hier machen kann. Wir starten mit der allerersten Applikation auf der allerersten Seite und das ist LG App Manager. Wie der Name schon sagt, diese App kommt direkt von LG und ist ab Werk installiert. Sie ist so gut, dass ich mir wünsche, dass jeder Hersteller sie eigentlich anbieten soll, denn sie ermöglicht es mir, unerwünschte Applikationen, sogenannte Bloatware, zu deinstallieren. Für diesen Vorgang muss man normalerweise das Telefon rooten bzw. hacken, was für die meisten nicht einfach, sondern wirklich komplex ist. Vor allem zeitaufwendig. Okay, was kann ich mit der App machen? Tatsächlich, ich kann Apps deinstallieren, sowas wie Polaris Office. Ein Klick und erstaunlicherweise funktioniert es sehr einfach. Das Ganze ist dann deinstalliert und ich spare Speicherplatz. Spaß beiseite. Tatsächlich ist das so, dass ich die Apps, die ich wieder brauche, wieder auch installieren kann. Also sie wird aus der ROM nochmal nachgeholt und installiert und zack, habe ich Polaris Office und LG SmartVault wieder drin. Eine coole Sache sollte jeder Hersteller anbieten. Dann haben wir Aufgaben und Backup da. Ich kann tatsächlich Backups anlegen, wenn ich möchte, und nach Plan erzeugen und die natürlich auch wieder herstellen. Das funktioniert mit LG Backup. Ab Werk gibt es zwei Browser, einmal Browser und Google Chrome. Diesen hier kennen wir aus OS 4.1 Ice Cream, aus Jelly Bean. Ein grandioser Browser, sehr, sehr gut. Aber wozu sollen wir uns denn angucken? Denn wir wollen uns natürlich den älteren anschauen, der ab Werk mitgeliefert wird. Von dem wissen wir genug. Starten also Browser, sind über Wi-Fi online auf Google Mobil. Die Performance hier ist 1:1. Das, was ihr hier gerade auf Wi-Fi seht, glaubt mir, das ist das gleiche auf Mobilfunk auch. Also es ist wirklich erstaunlich schnell.
Was mir nicht gut gefällt, auch wenn das System so schnell ist und auch Internet, ist die Tastatur. Die ist etwas vom Look her ziemlich alt, auch wenn man darüber gut tippen kann. Aber LG hätte doch schon einen flachen Stil anwenden sollen und das etwas zeitgemäßer gestalten sollen. Gut, wir suchen Best Boys und ich versuche das mal so präzise wie möglich einzutippen und wählen das erste Ergebnis. Wie ihr seht, Seite wird sofort dargestellt mit Suchergebnissen. Und ich öffne auch mal Best Boys. Hier oben sieht man Ladestatus. Und das ist die vollständige Seite. Texte als auch Bilder wurden blitzschnell gerendert oder werden noch geladen. Aber nichtsdestotrotz, die Seite lässt sich einwandfrei bedienen. Und man kann alles soweit auch lesen. Das ist der Textflow und da seht ihr. Wenn ich einen Artikel öffne, sowas wie Project Glass von Google, dann seht ihr, dass das alles einwandfrei ist. Das Scrollen stellt keine Probleme dar. Alles wird super gut gerendert und der Browser ist allgemein natürlich sehr gut. Es fehlt aber eine Sache im Vergleich zu HTC oder Samsung Electronics. Die Hersteller haben auch den Browser, aber sie statten ihn mit Adobe Flash aus. Ich persönlich brauche ihn nicht, aber viele legen schon Wert darauf. Ich kann also nicht im Menü raufklicken und sagen Adobe Flash aktivieren. Das funktioniert nämlich mit dem HTC One oder Galaxy S4, Galaxy S3, aber mit dem Optimus G funktioniert das nicht. Das hat LG rausgenommen. Gut, das Ganze funktioniert natürlich auch nicht mit Google Chrome. Es gibt aber Browser wie Skyfire, die ermöglichen Adobe Flash. Weiter geht's mit Downloads, E-Mails, Einstellungen. Einstellungen für Google Search, falsche, wenn ich größere Dateien mal übertragen möchte, über Wi-Fi Direct, meine Galerie, Gmail, Google Mail, Google Plus, Kalender und für uns interessant, Kamera-Applikation. Die Kamera-App ist umfangreich, so wie fast jede Android-App auf einem High-End-Gerät heutzutage auch. Was ich hier sehe, grundlegender Aufbau, der Switch zwischen Foto- und Videokamera. Während ich ein Video drehe, kann ich auch ein Bild machen. Das Ganze funktioniert auch auf LG und anhalten. Ich gehe mal zurück auf die Fotokamera. Das letztgeschossene Bild bzw. Video sehe ich hier unten. Einige Statusinformationen wie was für Modus, Blitz und natürlich Automodus und Akkustand sehe ich auch. Zwischen der vorderen und der primären Kamera wechseln, das geht mit dieser Taste. Und es gibt Fernauslöser, 5 Stück, bzw. es gibt einen Fernauslöser mit 5 Befehlen. Diesen aktiviere ich einmal und das sind die Fernauslöser. Das heißt, man muss einfach nur die Wörter sagen, per Sprache, und dann wird ein Bild gemacht. Sowas wie Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi oder LG. Das probieren wir es einmal aus. Ich blende das Fenster nicht aus, weil ich vergesse halt immer sehr häufig und empfehle, das dann aktiviert zu lassen. Also machen wir jetzt ein Bild und sagen LG. Nochmal. LG. Funktioniert nicht. Nehmen wir das nächste. Smile. Macht er. Nehmen wir das nächste, Whiskey. Machen wir das nächste, Cheese. Und das Ganze auch auf Koreanisch, Kimchi. Funktioniert auch sehr gut. Das ist der Sprachauslöser bzw. Fernauslöser, wenn man sowas reinsprechen möchte. Dann gibt es sowas wie Time-Catch-Aufnahmen, die sorgen dafür, dass bevor eine Aufnahme gemacht wird, das System automatisch schon einiges Vorspeicher davor aufnimmt. Und bei fehlenden Momenten, wie es hier gerade steht, oder fehlenden Informationen, können die Voraufnahmen dann ergänzt werden. Das ist der Modus hier, der aktiviere ich wieder. Welche Szene wollen wir haben? Normal, HDR, bei Gegenlicht, Panorama oder Serienaufnahmen mit mehreren Bildern. Und Konfiguration, ich zoome mal kurz rein. Wir haben Blitz, Zoom, Helligkeit, Fokus, Bildgröße. Die höchste Auflösung ist 13 Megapixel, wie ihr seht. Ihr seht einige Bilder. Die Qualität für 13 Megapixel ist okay. Sie ist vernünftig. Natürlich etwas besser als beim Xperia Z, wobei eigentlich man mehr vom Xperia Z erwartet hat. Aber hier ist doch schon ein bisschen mehr Schärfe drin. Auch die Farben sind tagsüber in Ordnung. Und auch das Licht sowie Detail ist gut. So gut sind sie nicht wie bei einem Galaxy S3 oder Galaxy S4. Verzeihung, ich meine iPhone 5 mit 8 Megapixel. Man merkt schon, je höher man mit den Pixeln geht, umso schlechter werden die Bilder. Das Optimus G ist definitiv ein leistungsstarkes Smartphone, das sehr viel kann und zudem noch gut aussieht. Auf der Plus-Seite gibt es ein hochwertiges Display, eine sehr starke Performance für System als auch mobiles Internet und eine vernünftige Kamera, die trotz 13 Megapixel gute Ergebnisse liefert.
Auf der Minusseite gibt es, wie gesagt, nicht wirklich viel. Der Akku ist mit einem Tag gerade mal neutral. Der Speicher ist begrenzt und das Problem mit den elektronischen Tasten. Wer für das gleiche Geld etwas Aktuelles sucht, findet das Xperia Z von Sony, One von HTC oder bald das Galaxy S4 von Samsung Electronics. Wer kein Problem mit der Aktualität hat, für denjenigen ist das Optimus G von LG Electronics empfehlenswert. Der Preis ohne einen Mobilfunkvertrag liegt bei 480 Euro. Ein Link, wo ihr euch das Telefon kaufen könnt, findet ihr unter diesem Video auf YouTube. Falls euch dieses Video gefallen hat und helfen konnte, dann gebt uns einen Thumbs up, lasst es euren Freunden auf Facebook, Twitter und Google Plus wissen. Damit würdet ihr uns enorm unterstützen. Für weitere Ausgaben von Best Boys abonniert einfach und kostenfrei unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis bald.